Ich bin kleinwüchsig und ich bin ziemlich auffällig und deswegen kennen mich ziemlich viele Leute, weil es nicht viele Leute in meiner Größe in Köln gibt. Finde ich super. Ein Unikat bin ich. Ich bin 1,32 Meter. Ich habe Hypochondroplasie, das ist herausgefunden worden ungefähr so ein halbes Jahr nach meiner Geburt, wo dann halt die Ärzte gemerkt haben, dass ich bei diesen Vorsorgeuntersuchungen aus dieser Wachstumskurve da rausgeknallt bin. Und im Kinderarzt war dann relativ schnell klar, dass ich kleinwüchsig bin. Aber dann waren meinen Eltern ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich ein völlig normales Kind bin und ich bin auch völlig normal aufgewachsen. Weil im Alltag ist das ja auch nicht so, dass alles auf mich angepasst ist, sondern ich muss mich ja der Gesellschaft anpassen. Wir gehen davon aus, dass es ungefähr in Deutschland 80.000 kleinwüchsige Menschen gibt. Da ist aber eine riesige Dunkelziffer dabei. Also es gibt sehr viele verschiedene Ursachen für Kleinwuchs. Es gibt genetische Ursachen, hormonelle Ursachen, zumal es noch wieder den proportionierten Kleinwuchs gibt. Da sieht man aus wie nicht kleinwüchsig, nur halt klein. Und es gibt den nicht proportionierten Kleinwuchs, sowas wie mich, körperlich eingeschränkt, ne, in der Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Also im alltäglichen Leben gibt es schon Situationen mit vielen Barrieren. Zum Beispiel, wenn ein Geldautomat auf der Straße steht, der ziemlich weit hoch ist und die Sonne dann blendet, dann kann ich gar nicht erkennen, was der Automat gerade von mir möchte und ich gar nicht weiß, wo ich auf welchen Knopf ich jetzt drücken soll. Oder zum Beispiel auch Klingeln sind ganz oft ganz hoch, wo ich nicht rankomme und dann stehe ich da und weiß nicht, wie ich gerade die Tür aufbekommen soll, weil ich nicht klingeln kann. Also in der Gesellschaft ist ja alles größengenormt und da gibt es natürlich für kleinwüchsige Menschen jede Menge Barrieren. Angefangen von einem zu hohen Waschbecken, einer zu hohen Toilette. Man muss halt sehr kreativ sein, um diese Barrieren auszugleichen. Das ist ja im Universal Design jetzt auch auf dem Weg, dass viele Dinge höhenverstellbar sind. Wenn also in einer öffentlichen Toilette eine Toilette höhenverstellbar wäre, was es schon gibt, dann könnte jeder diese Toilette benutzen. Schuhe gehe ich in der Kinderabteilung kaufen, da muss man immer achten, dass der Schuh nicht blinkt, weil dann hat man irgendwie einen voll coolen Schuh und dann geht man 2 Schritte und dann blinkt er. Hosen schneide ich ab oder kürze sie und Jacken, Winterjacken, die zu lang sind, die kürze ich auch. Also ich werde schon angeguckt auf der Straße viel, weil die Leute einfach das Bild nicht kennen, dass jemand nicht der Norm entspricht. Also als ich zum Beispiel das erste Mal feiern war in einem Club, war das halt schon für mich am Anfang erstmal was ganz Neues. Und musste ich erstmal gucken, wie ich überhaupt am besten tanze, dass ich keinen Arm ins Gesicht bekomme. Oder wie gehe ich mit einem Menschen um, der alkoholisiert ist. Aber mittlerweile weiß ich damit cool umzugehen und deswegen ist das für mich völlig easy. Es gibt Vorurteile, weil das Kleine ist eben klein. Das Kleine impliziert kindlich, das Kleine impliziert Schwäche. Manche sind tatsächlich immer noch der Meinung, dass Lilliputaner irgendwie eine Rasse ist und so. Und das ist ja wirklich ein Märchen. Kann ich genauso Schneewittchen sagen. Es ist ein Märchenwesen aus dem Buch. So, tschüss. Also ich denke schon, dass die Fähigkeiten von kleinwüchsigen Menschen häufig auch unterschätzt werden. Also bei kleinwüchsigen Menschen, klar, wenn man eine Bewerbung schreibt, man ist kleinwüchsig, denken Arbeitgeber sich am Anfang so, bringt das überhaupt was für mich, wenn ich den Menschen einstelle? Also ich finde, man sollte kleinwüchsigen Menschen viel mehr Chancen im Berufsleben geben und einfach zeigen, dass wir was drauf haben. Ich würde mir viel mehr Aufklärung gerne wünschen in der Gesellschaft, dass die Welt halt einfach jeden Menschen mit in die Gesellschaft einbezieht und dass es Nachrichtensprecher gibt, die blind sind oder die wie ich klein sind. Es gibt immer die Leute, die perfekt aussehen müssen. Die Welt ist bunt, jeder Mensch ist anders und jeder sollte die Möglichkeiten haben, ein eigenverantwortliches Leben zu führen mit den entsprechenden Hilfen, die er oder sie dann braucht.
Meine Botschaft ist halt, dass alle Menschen akzeptiert werden sollen, so wie sie sind. Und dass nicht nur das Körperliche beurteilt werden sollte, sondern einfach auch das, was hinter einem Menschen steckt.